Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich möchte euch heute, beziehungsweise das wird heute wahrscheinlich die kürzeste Craft Attack-Folge, die ich hier auf diesem Kanal hochgeladen habe. Denn ich möchte eigentlich grundsätzlich nur mal ganz kurz eben was euch sagen. Ich weiß, dass jetzt viele vielleicht sagen so, oh Mann, jetzt habe ich mich so auf eine Craft Attack-Folge gefreut. Aber ich habe jetzt einfach gerade nicht die Zeit dafür. Das ist ein bisschen problematisch heute. Ich erkläre euch ganz kurz, was los ist. Und zwar will ich heute ab 16 Uhr einen richtig langen Livestream starten. Ich möchte heute um 16 Uhr anfangen und wahrscheinlich heute Nacht irgendwann so um 12 oder 1 Uhr nachts irgendwann erst aufhören. Und wir werden heute Craft Attack spielen, eventuell ein bisschen Legend und werden dann wahrscheinlich auch, also zu 100% werden wir Rainbow Six Siege spielen, so ab 21 Uhr und werden einfach mal gucken, was wir heute so machen können. Ich möchte auf jeden Fall in Craft Attack heute mehr im Livestream bauen, weil ich heute einfach mit euch so ein paar Entscheidungen treffen möchte, was wir alles so machen. Ich möchte vielleicht mit euch das Haus bauen, also zumindest schon mal damit anfangen und so weiter und so fort. Und was auch eine ganz coole Sache ist, vielleicht für euch zur Info, es wird heute ein dickes Gewinnspiel geben und zwar wird es Mäuse und, also vier, insgesamt vier Mäuse geben. Es gibt ein Headset zu gewinnen, es gibt Mauspads zu gewinnen. Also da ist heute auf jeden Fall ordentlich was drin, denn wir haben die 717 Subscriber auf Twitch geknackt. Also nicht Abonnenten, sondern wirklich Leute, die sagen, ich bezahle 5 Euro im Monat, um mich zu supporten. Das ist auf jeden Fall mega nice. Dankeschön an der Stelle nochmal an alle Leute, die das ermöglicht haben, mich hier so krass zu supporten. Das ist auf jeden Fall richtig korrekt von euch. Und dafür habe ich gesagt, mache ich ein dickes Gewinnspiel, wo ich ein paar Mäuse raushaue. Wichtig an der Stelle ist, dass die Leute, beziehungsweise die Gewinne gehen nur an die Leute raus, die auch wirklich aktiv zuschauen. Das heißt, ihr müsst ein paar Coins gesammelt haben, das sind nicht viele. Für jedes Teil ist immer der gleiche Einsatz, aber ihr müsst schon ein bisschen zugeschaut haben, damit nicht einfach irgendjemand random durchklickt und sagt so, yo, Zander, den kenne ich nicht, gucke ich mal rein, aber gefällt mir nicht. Ach, aber der macht gerade ein Gewinnspiel, da mache ich noch eben mit und der greift es dann eventuell ab. Das möchte ich damit verhindern. Das heißt, ich möchte diese Sachen auch wirklich an meine aktiven Zuschauer verlosen und nicht an irgendeinen Random, der da gerade mal casual reinkommt. Dementsprechend, wenn ihr heute Abend das erste Mal einschaltet, wird es vielleicht nicht möglich sein, bei dem Gewinnspiel mitzumachen. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich denke mal, aber das versteht ihr, weil da geht es einfach um Fairness. Genau, also es wird auf jeden Fall ein paar Gewinnspiele zu, beziehungsweise ein paar Preise zu gewinnen geben. Wir werden heute einfach einen ganz chilligen Stream machen, wo wir einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen labern, mal schauen, was so geht. Und ich wollte jetzt eigentlich noch das Bett eben umbauen. Das wollte ich nämlich jetzt vorübergehend erstmal hier unten reinbauen, weil ich habe da oben ja alles jetzt abgerissen. Dementsprechend möchte ich jetzt eigentlich hier, wir stellen es jetzt einfach mal hier hin, das Bett da oben wegnehmen, damit wir da oben auf jeden Fall anfangen können, das Haus zu bauen. So. Also, ich werde ungefähr um 16 Uhr anfangen. Kann sein, dass ich ein paar Minuten später komme, weil heute ist ein bisschen Stress mit meiner Freundin. Die ist heute noch eben ganz kurz in der Stadt. Danach ist sie zu Hause und wenn die zu Hause ist, will ich direkt anfangen, weil die kann dann auf den Hund aufpassen. So, damit wisst ihr erstmal Bescheid. Sorry, dass es heute so eine kurze Folge war, aber dafür gibt es heute im Livestream ein bisschen mehr Craft Attack. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Lasst trotzdem ein Däumchen da. Ich würde mich freuen, wenn ihr eventuell auf Twitter ganz kurz das Video teilt oder vielleicht auch euren Freunden Bescheid sagt. Jo, Leute, Zander streamt heute, kommt doch einfach mal rein. Wäre auf jeden Fall eine nice Aktion. Ansonsten ist natürlich alles freiwillig, ne? Fühlt euch zu nichts gedrungen oder gezwungen oder so, ist alles eure persönliche Entscheidung. Wenn ihr Bock drauf habt, macht es. Wenn nicht, dann lasst es sein. Ist auch nicht so schlimm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach später im Livestream wieder. Ich freue mich auf jeden Fall und bis dahin, haut rein. Ciao.